So, ich habe gerade irgendeinen Schmerzensschrei gehört von einem Tier. Ah, okay. Was können wir noch machen? Wir könnten nicht wirklich viel machen. Eine neue Axt. Wie viel Prozent hat unsere Axt? 19. Nö, das kann noch warten. Nö, wir brauchen echt Gold und Holz und alles. Aber das Feuer hat eine schön lange Reichweite. So viel dazu. Das Feuer hatte eine schön lange Reichweite. Ein Scheit, zwei Scheit, drei Scheit. Schön und komfortabel. Gemütlich. Ja, Ich finde es hier nicht wirklich gemütlich. Aber machen wir das, was wir in unserer Umgebung mal so machen können. Was primär nur daran besteht, dass wir die ganzen Hasen mitten in der Nacht aus ihrem Bau rausscheuchen. Oh, klappt das jetzt vielleicht? Komm schon, da sind ganz viele Fallen. Ah, tada, wir haben ein Morsel. Also einen leckeren Happen. Den sollten wir gleich mal kochen. So, wir haben jetzt 31, 47, also 16 Essen. Was bringen die Beeren? Wir haben 47. Wow, die bringen. Achso, 13. Jetzt hätte ich nochmal gerne Testbeeren. Also Beeren, die noch nicht verkocht wurden, um zu gucken, wie viel Unterschied das Kochen macht. Können wir einen Pinecone kochen? Nee, können wir verbrennen. Nee, das will ich nicht. Gras wollen wir auch nicht verbrennen. Die Falle können wir neu aufstellen. Die ist ja wohl anscheinend kaputt gegangen dabei. Zumindest beschädigt. So, du. Komm mal da. Komm mal da aus deinem Dogen. Genau. Lauf, 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 lauf. Achso, das ist ein Stein. Ich dachte schon, dass wir. Was zur Hölle? Da hat gerade was geschrien. Oh ja, ich dachte, der Stein wäre ein Spinnenei. Das wäre dann ein denkbar ungünstiger Platz, um hier sein Lager aufzuschlagen. Ich denke mal, die Spinneneier werden irgendwann aufbrechen. Komm schon, lauf in das Doofe. Da ist noch eins. So, komm schon, lauf da rein, lauf da rein, lauf da rein. Das ist mir zu albern. Ich hoffe mal, dass die Dinger auch später die Monster fangen können. So, jetzt nehme ich mir mal ganz viele von diesen Grasbüscheln. Also diesen neu anpflanzbaren Grasbüscheln. Nehme ich mir hier alle mit und bringe die dann zurück zu unserem Stützpunkt. In der Hoffnung, dass die auch von alleine ohne Dünger irgendwann wieder wachsen werden. Weil Gras braucht eigentlich keinen Dünger. Gras braucht nur Boden und ein bisschen Wasser. Das war's dann auch schon. Und hier sind echt tierisch viele Karnickel. Ja, da müssen wir noch eine bessere Taktik rausfinden. Oder eventuell Pfeil und Bogen bekommen, wenn es sowas gibt. Forschung. Ja, die Forschung sehen wir erst, wenn wir diese Maschine gebaut haben. Und dafür brauchen wir noch 4 Stämme, 3 Steine und Gold. Na gut, vielleicht sollen wir mit dem Gras erstmal aufhören. Wo ist unsere Axt? Da ist unsere Axt. Ein paar Stämme für die Nacht schon mal kloppen. Und danach gucken wir auf der Karte, wo die Steine waren. In der Hoffnung, dass wir das Gold finden. Und die Axt ist kaputt. So, wir brauchen unbedingt Stöcker. Klick, 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 klick. So, schon mal 3 Stämme, das ist gut. Ein paar Samen. Die sind komisch. Man kann sie mit Rechtsklick essen. Man kann sie nicht einpflanzen. Man kann sie nur hinschmeißen. Aber vielleicht kann man die als. Oh, da ist was reingelaufen. Sehr schön. Also anscheinend werden die Fallen auch aufgestellt, wenn sie nicht gerade im Bildschirm sind. Also, man kann da reintapseln, wenn man nicht gerade auf dem Bildschirm ist. So, da ist ein Stock. Noch ein Stock. Noch mehr Seeds. Soweit so gut. Ich bin so hungrig. Dann ist doch mal. Den müssen wir noch kochen. Die hier. 1, 2, 3, 4, 85. Nee. Wir haben noch ein bisschen was zu essen. Aber bisher nicht so wirklich das Problem mit der Nahrung. Aber ich denke mal, später, wenn man die ganzen Beeren und die ganzen Karotten, die hier so rumliegen, alle eingesammelt hat, dann könnte es problematisch werden.
Dann müssen wir halt rausfinden, wie wir die Hasen jagen. Aber die sind auch irgendwann alle. Und dann werden wir weiterziehen müssen. So, kommen sie nochmal mit. Und das Stückchen nehmen wir auch noch. Was sagt eigentlich die Karte? Oh, unser Lager ist eingezeichnet. Sehr schön. Muss ich mir die Mühe machen, mir zu merken, wo ich ungefähr hin muss. Ist auch schon mal gut. Klick, 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 klick. So, das müsste jetzt aber wirklich reichen. Jo, jede Menge Holzscheite. Was machen die Pinecones eigentlich? Rechte Maustaste. Ich kann da drin einen klitzekleinen Baum hören, der versucht rauszukommen. Oh, wir können damit gleich neue Bäume setzen. Das ist doch mal schick. Zurück zu unserem Lager. Ich versuche mal eine Mauer aus Bäumen zu bauen. Oh, die können wir sehr dicht beieinander positionieren. Sehr, sehr dicht. Also ich denke nicht, dass es für eine Mauer reichen wird. Okay. Und wenn ich die jetzt wieder abhacke, kriege ich dann wieder ein Pinecone und Holz. Das wäre natürlich schick. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ein Lock und ein Baumstumpf. Spaten. Nochmal ein Holzscheit. Also pro Pinecone können wir mindestens 2 Holzscheite bekommen, wenn wir es denn haben wollen. Ich benutze das jetzt erstmal als Holzlager quasi, damit wir immer jederzeit von unserer Feuerstelle aus Holz holen können. Und die wollte ich auch noch anpflanzen. Gucken, ob wir die auch so nah beieinander positionieren können. Ja, doch, ziemlich nah. Okay. Alles schön auf dem Haufen. Ja, doch, langsam wird das richtig heimelig. Doch, wenn wir keine einzige Mauer haben und nichts zum Drauflegen und nichts zum Drüberdecken und so. Aber wir schlafen ja nicht, das passt schon. Das wollte ich kochen. Jetzt muss man noch warten. Ich probiere mal, kann ich einzelne hinlegen? 12. Geht das mit Shift vielleicht? Ah, also mit Steuerung kann man schon mal die Hälfte hinlegen. Na gut, dann lege ich jetzt mal 6 Logs dahin und hoffe, dass es abgespeichert wird. So, es wird dunkel. Ja, ich nehme nur noch ganz kurz ein paar Sachen mit. So. Und dann gucken wir mal, ob diese Nacht irgendwas Besonderes passiert. Also das ist die Nacht, die ich letztes Mal nicht überlebt habe. Wie zünden wir das jetzt wieder an? Ah, so. 1, 2, 3, 4, 5 sollten reichen. Ja, ich habe die Nacht nicht überlebt, weil trotz Lagerfeuer die Spinnen ankamen, obwohl ich nirgendwo ein Ei kaputt gehauen habe. Oder vielleicht waren das einfach nur die Spinnen, die ich vorher geweckt hatte und die dann irgendwann wiedergekommen sind. Das könnte natürlich auch sein. So, jetzt bringen wir erstmal alles näher ans Lager ran, auch wenn das Gras echt nicht selten zu sein scheint. Aber ich bin bei sowas hier immer übervorsichtig. Oh, was war denn das? Da sah aus, als wenn da ein Flintbeil gewesen wäre im Gras. Das wäre ja auch schick. Aber wenn, dann ist das ziemlich selten. So, du da. Da, da. Ja, wird langsam eng in dem kleinen Fleckchen hier. So. Aber bisher passiert da nichts. Ich brauche echt Gold und Stein. Aber erstmal die Nacht überleben. So, dich nehmen wir wieder mit. Dich können wir kochen. Sagt unser Essen. 48. Ja, du bist doch gleich gegessen. Und das war es jetzt schon mit unserem Essen? Nein, eine Karotte haben wir noch. 63. 77. Jetzt haben wir nichts mehr. Wir können die Blumen essen. Aber ich glaube, die brachten fast gar nichts. 75. Nee, die bringen gar keinen Hunger, aber sie regenerieren Lebenspunkte. Auch wenn wir davon noch keine verloren haben, aber es könnte später nützlich sein. Deswegen sollten wir die immer schön mitnehmen. So. Ja, wo kriege ich dich her? Auf einem Farmplot wachsen Samen. Das macht Sinn, aber was mache ich mit den Samen? So. Nö. Kann ich die vielleicht in so einen Hasenbau reinwerfen? Nö. Oh, ich kann die kochen.
Getoastete Samen. 69. 77. Bringt mal eben 8 Essen. Die verarbeitet ich doch gleich mal. Also ja, Essen scheinen wir nicht so wirklich das Problem zu haben. Obwohl das Spiel heißt, bitte nicht verhungern. Oder verhungere nicht. So, 99. Das Feuer geht langsam aus. Ja, das ist nicht so schlimm. Der Tag bricht gleich an. Und keine Spinnen. Sehr gut. Dann planen wir schon mal den nächsten Tag. Wir wollen da zu dem Stein gehen. Wir brauchen schon mal die Pickaxe. So. Oh, da ist ja noch ein Stein. Stimmt. Den hätte ich eigentlich im Halbdunkeln... Oh, kaputt. Aber den hätte ich eigentlich im Halbdunkeln abbauen können. So, jetzt aber. Zack, 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 zack. Stein, Stein und Gold. Oh, sehr schön. Was fehlt denn jetzt noch? Ein Stein. Ja, das sollte kein Problem sein. Da liegt nämlich einer. So, jetzt bauen wir hier diese komische Maschine hin. Tada. Jetzt sehen wir hier ganz viele neue Optionen. Die aber alle noch blockiert sind und muss sie erst erforschen. Und man bräuchte hierfür zum Beispiel 200 Forschungspunkte. Ich kann jetzt einfach mal eine Blüte nehmen und darüber klicken. Tada, ein Forschungspunkt. Echt nicht wirklich viel. Aber ja, ich nehme mal an, die anderen Sachen sind mehr wert. Ich probiere mal so einen gerösteten Samen. Auch nur ein Punkt. Gras. Auch noch ein Punkt. Holz. 2 Punkte. Okay, aber Holz brauchen wir auch. Aber ja, da werden wir dann nach und nach ein bisschen experimentieren. Und wenn wir von irgendetwas mal richtig Überschuss haben, dann nehmen wir es einfach auch mit. So, ich brauche eine neue Schaufel. Was fehlt denn da? Ah, Stöckchen. Ich muss jetzt doch hoffentlich nicht unser Lager aufgeben, weil wir keine Stöckchen mehr um die Umgebung haben. Das wird doch albern. Nee, hier sieht gut aus. So, dann nehmen wir gleich mal die Schaufel, graben das Ding auch gleich aus und graben das bei uns wieder ein. Sapling. Das ist eigentlich ein Setzling von einem Baum, aber irgendwie scheinen daraus keine Bäume zu wachsen. Und man kriegt nur diese Stöckchen. So, naja, mir soll es egal sein. Karotte, Stein. Ja, das kann er nicht aufheben. Da hast du vollkommen recht. Das müssen wir erst klein hacken. Ich denke mal, das Gold wird richtig viele Forschungspunkte geben, so selten wie das ist. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Erze oder Edelsteine. Müssen wir mal gucken. So, du kommst auch mit. Klick. Oh, die Pinecones können wir probieren. Ich meine, wir haben ja schon genug aufgestellt und hey. Hey, der ist gewachsen. Beim Zusehen. Das ist irgendwie schon beängstigend. Aber ja, ich glaube, die lassen sie erstmal wachsen. Wahrscheinlich kriegen wir mehr Holz raus und eventuell schmeißen sie auch von Zeit zu Zeit mal so einen Pinecone ab. Das wäre praktisch. Wie viele Forschungspunkte bringst du? Ein. Ein Flint. Ein Stein. 2. Okay. Also Steine und Holzscheite bisher bringen 2, was auch nicht viel mehr ist als die anderen Sachen. Wir brauchen jedoch Stein und Holz wesentlich häufiger als, sagen wir mal, Gras oder andere Kleinigkeiten. Na gut, also schnell geht es hier anscheinend nicht mit der Forschung. Aber es wird doch ganz okay so. So, Tag ist gleich zur Hälfte rum. Wir sind aber relativ gut vorbereitet. Also wenn das Spiel uns nicht irgendwas Neues entgegenwirft, dürften wir so eine ganze Weile aushalten können. Oh, da oben sind Stöckchen. Ein Evergreen. Das hier ist auch ein Evergreen, also ein Immergrün. Ein Nadelbaum. Aber da der Boden hier anders ist, ist der wohl nicht richtig gewachsen. Kriege ich da was anderes raus? Mal gucken. Oh, der ist gleich zu Staub zerfallen. Ist hier sonst irgendwas anders in dem Gebiet? Nö, die sehen alle ganz normal aus.